Hi, ich bin Yunus. Ich arbeite seit 4 Jahren bei TP Telekom in Spanien. Und in diesem Video geht es über meinen Erfahrungsbericht, wie es dazu kam, dass ich hier angefangen habe zu arbeiten und generell, wie ich mich hier fühle. Mal vorab, ich bin Yunus, ich bin 32 Jahre alt, ich bin aus Deutschland, wohne seit 4 Jahren hier in Spanien, Barcelona und habe vor ungefähr 3,5 Jahren meine Reise quasi hier mit Telekom in Spanien angefangen. Und zwar habe ich im Google-Projekt angefangen damals, wo ich immer noch arbeite, im Sales-Bereich, und zwar als Digital Account Manager. Das wird auch innerhalb unseres Projekts auch Inbound Sales bezeichnet. War dort eben ja, 1,5 Jahre ungefähr tätig und habe dann quasi zum Training gewechselt als Trainer und habe auch als Teamleiter gearbeitet. Und würde eben kurz darüber eben ja, berichten, wie es dazu kam. Generell vorab, ich fand damals die Nachricht, die Ansprache vom Recruitment von T-Performance sehr, sehr interessant. Und obwohl ich eigentlich aus dem Bereich Modemanagement komme, hat mich das Ganze eben sehr, sehr fasziniert und dachte mir auch, ja, ich würde es mir gerne mal anhören. Und es hat sehr, sehr, sag ich mal, Spaß gemacht. Ich habe da eben schon damals Interesse daran gehabt im ganzen digitalen Marketing und ja, und bin dann eben bei Telekom in Spanien gelandet. Das ganze Prozedere mit Recruitment war sehr, sehr hilfreich. Sie haben mir natürlich auch sehr viel geholfen. Generell ist das, generell sind die und sind unsere Recruiter sehr eben hilfsbereit, sind eben auch für alle Fragen für dich auch parat. Sprich, wenn du Fragen hast zum Recruitment, zum all dem Prozess, sind sie gerne für dich immer da. Gerne kannst du dich aber bei uns auch, auch vielleicht direkt auch ansprechen. Wir haben auch bestimmte Meet and Greets, die wir einmal zur Woche, eben pro Woche bereitstellen. Du kannst dich gerne dazu eben über unseren Recruiter anmelden, sodass wir eben gemeinsam sprechen können mit verschiedenen, sage ich mal, Leuten aus Deutschland, Österreich und Schweiz, die eben sich dazu entschlossen haben, hierher zu kommen und bei TP zu arbeiten. Genau, das ganze Prozedere mit dem Recruitment war sehr easy going. Es hat alles geklappt. Alle Papiere wurden eben sehr schnell erledigt. Ich musste einige E-Mails, sage ich mal, schicken, wo ich eben einige Dokumente bereitstellen musste, wie ID und Bankdaten. Und ja, und dann war ich schon hier im Projekt. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich fühle mich hier sehr, sage ich mal, akzeptiert. Als Mensch, als Individuum und sei es jetzt quasi, sage ich mal, von meinem Background her, sei es aber natürlich auch vom sprachlichen her oder auch vom kulturellen her, ich fühle mich hier total sehr, sehr wohl und bin eben seit 4 Jahren auch hier. Ich finde es sehr, sehr schön, bei Telekom in Spanien zu arbeiten, weil eben jeder Mensch zählt und egal was man hat, egal was in welchem Bereich man sich entwickeln möchte, man wird gehört. Unsere Manager sind immer für uns da. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr, sehr schön. Und wie du eben oder wie ihr eben sehen könnt, es ist auch sehr, sehr easy bei gutem, sage ich mal, ja, bei gutem Arbeitsmoral, beim starken Arbeitswillen voranzukommen. Und ja, das wollte ich gerne mit euch teilen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch sehr viele Benefits zum Start. Sprich, wenn ihr entscheidet, mit uns zusammen zu arbeiten, ist das Recruitment-Team für euch da, um eben eure ganzen Papierangelegenheiten zu klären. Ihr bekommt eben auch einen Flug gestellt. Darum kümmert sich auch unser Recruitment. Ihr bekommt für die ersten 4 Wochen eine Unterkunft bestellt. Aktuell ist das hier in Barcelona bei uns in Richtung St. Adria. Das ist auch ein sehr, sehr schönes, sag ich mal, Wohnheim, wo ihr die ersten 4 Wochen unterkommt. Und darüber hinaus, wenn ihr halt ankommt, bekommt ihr natürlich auch sehr viele wichtige Informationen, wo ihr was finden könnt, wie ihr eben das Ganze mit den Abzügen abläuft. Wie ihr wisst, ist es in Spanien so, dass wir hier viel weniger Abzüge haben als zum Vergleich zu Deutschland. Gerne könnt ihr natürlich hier auch in dem Link euch darüber informieren. Das HR wird dazu eben euch auch einen Link bereitstellen, wo ihr draufklicken könnt und dort sind die ganzen, sage ich mal, Steuerabzüge und die Steuerstufen dort erklärt. Ja,
Was noch? Genau, also es kommt, wenn ihr hier seid, sind wir auch für euch da. Also wir sind ja auch die deutschsprachigen Leute. Ich arbeite im Trainingteam, sprich, mich werdet ihr wahrscheinlich von Anfang an sehen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auch immer auf mich zukommen. Wir sind auch wirklich für euch da. Und ja, ich würde sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr natürlich auch hier mit uns starten würdet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich natürlich auch vorab schon mal kontaktieren, auf, per E-Mail, per LinkedIn und könnt mich natürlich gerne fragen, was ihr wollt. Darüber hinaus noch ein letztes Wort. Es macht echt viel Spaß, hier zu arbeiten, vor allem bei Telefon Spanien, weil man von Anfang an geschätzt wird. Das finde ich sehr, sehr schön. Man wird von Anfang an unterstützt. Nicht nur aus Anfang an das Training quasi, wo ihr über das Produkt bekommt, sondern auch die kontinuierlichen Trainings sind auch sehr hilfsbereit. Ja. Genau, das dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu kommen würdet. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Bis dahin. Tschüss. Und bis bald.